etwas selbst gegangen. Okay, dann drehen wir es mal um und schauen. Ich bin seit Geburt blind. Dann möchten wir jetzt wohl schlaufen und das ist gut. Ich habe früher hell und dunkel noch unterscheiden. Und seit mein Sehnerv abgestorben ist, sehe ich nichts mehr. Ich tue gerne Stäbli weben, weil die Arbeit so schön und meditativ ist und weil ich gerne Stoff mit meiner Hand fühle. Also, ich lege Wert darauf, dass ich sehr genau und gewissenhaft arbeite. Larissa gestaltet zudem Karten aus Papier, filzt Wolle, arbeitet mit Ton und stellt Seifen her. Das sind Seifenflocken. Das wird nachher im Topf hineingeleert. Das Seifenwachs wird nachher geschmolzen. Und nachher tut man die geschmolzenen Wachs in so Förmchen reingüssen. An einzelnen Tagen im Jahr gehen die Teilnehmenden des BBZ auf Ausflüge oder zum Grillieren an die Limmat. Auch hier gibt es vieles zu entdecken und zu erspüren. Es ist klein, Blütenblätter sind ganz fein. Es hat so kleine Sörnli. Im Bildungs- und Begegnungszentrum Zürich werden zahlreiche Artikel für den Verkauf an lokalen Märkten hergestellt. Die Palette reicht weit über Holz, Filz, Wachs- oder Tonprodukte hinaus. Hierbei kann sich jede und jeder nach eigenen Vorlieben und Begabungen engagieren. Was auch wichtig ist, dass man etwas lernen und dass man Freude an der Arbeit hat.